Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video heute aus meiner Waschküche mit dem neuen Dash Classic mit dem neuen Design. Wie ihr seht, mein Lieblingswaschautomat, meine Kolleni hat heute Pause und ich habe für euch heute eine Bettwäsche vorbereitet auf 60 Grad mit dem Dash Classic, was ich aus meinem Urlaub mitgenommen habe von P&G und jetzt schauen wir uns das an. So, die Wäsche ist auf 60 Grad mit einem zusätzlichen Spülgang, dauert 42 Minuten, ist auf normal mit dem Flüssigfach aktiviert und die Maschine ist schon im Hauptgang. Ihr seht, die Maschine ist jetzt schon in dem normalen Intensivwaschrhythmus drinnen und noch ein bisschen weiter und wäscht die Wäsche wie immer in perfekter, schneller Zeit ultra sauber. Im Hintergrund hört ihr meinen Electrolux MyPro, der tut gerade die Wäsche nur warm ein bisschen durchwirbeln, dass ich sie schön aufhängen kann und somit ich nicht bügeln muss. Hier habe ich die normale eben 85 ml genommen, da es VD-Bettwäsche ist und halt für eine mittlere Beladung ist. Es ist nicht 9 plus Kilo gefüllt, obwohl die Maschine die 9 Kilo entspricht. Das wären dann 110 ml. Ich habe mir gedacht, da die Wäsche halt nicht so schmutzig ist, 85 ml und eben VD drin ist, reicht das aus. Das Waschmittel ist von 20 bis 95 Grad anwendbar und wie ihr schon gesehen habt, also nicht für volle Umseite. So, wir, die das Privileg haben, eine Waschküche zu haben oder eine professionelle Waschküche zu haben, ist es immer schön, wenn man genug Platz hat in der Waschküche und auch natürlich die Wäsche hier schön machen kann in Ruhe und halt auch aufhängen kann. Ich habe in den letzten Videos immer wieder gezeigt, dass ich den Trockner für eben nur Aufdampfen benutze und da hat mich jeder gefragt, wieso ich so wenig schleudere. Ich sage immer deswegen, weil ich dann das nur im Trockner auf 15 Minuten durchlaufen lasse und dann die Wäsche natürlich so aufhänge, dass die Wäsche, wie ihr seht, dann faltenfrei und bügelfrei ist. So, so kann ich das ein bisschen weiter, ihr seht. So, da seht ihr, wie das dann ausschaut. So sparen wir uns dann bei den heutigen Energiepreisen auch das Bügeln und somit auch Strom. Was ich natürlich zeigen möchte, ist auch natürlich, dass die Bettwäsche immer, immer alleine separat gewaschen werden soll. Natürlich mit einem hohen Wasserstand, was ich immer empfehle. Bei den Haushaltsmaschinen ist das halt eben so ein Feinwaschprogramm oder Pflegeleichtprogramm und natürlich auch eines mit einem hohen Wasserstand, wie das bei meiner Gorenik ist. Gerade bei der Bettwäsche empfehle ich entweder ein gutes universelles Flüssigwaschmittel oder auch natürlich auch ein Pulverwaschmittel bei heller Bettwäsche, weil die Bettwäsche natürlich auch dann mit dieser Sauerstoffbleiche einen desinfizierenden Effekt hat und auch noch ein Stück sauberer und reiner in unseren eben Schlafzimmern dann wieder bezogen werden kann. Beim Flüssigwaschmittel ist es halt so, dass egal wie man es dosiert, auch in wenigen Mengen, es nicht jetzt diese Schaumbremse hat wie das Pulverwaschmittel und es neigt dazu immer zu schäumen. Bei Flüssigwaschmittel bitte, bitte, bitte haltet euch an die exakte und richtige Dosierung des Herstellers, da sonst eben eure Maschine mehr Wasser verbraucht beim zusätzlichen Spülen und auch natürlich bei vielen Haushaltsmaschinen, die kein Siphon im
Waschmittelfach haben, neigen die auch zum Überschäumen und das ist dann eine große Sauerei, entweder in der Küche oder im Bad oder in euren Wäscheräumen.
So, meine Lieben, das war's heute von meinem kleinen Waschtag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.